Also, wie Sie an meinem Gewand sehen, bin ich Dominikanerin. Die mich nicht kennen, bin spät berufen, bin als Witwe in den Orden eingetreten. Ich habe gerade erzählt, ich habe jetzt gerade die Geburtstagstorten von meinem Sohn fertig gemacht, weil der ist 40. Da muss ich natürlich was Ordentliches servieren. Ja, studiert habe ich also Altphilologie, Philosophie und Theologie. Und als Witwe bin ich eben ins Kloster gegangen, weil ich mir gedacht habe, so einen lieben Mann kriege ich kein zweites Mal und einen anderen wollte ich dann nicht. Da war ich also kapriziert, entweder den oder keinen. Also bin ich jetzt im Kloster tätig und hauptsächlich in der Glaubensverkündigung. Also die längste Zeit meines Lebens war ich Professor an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule. Und jetzt bin ich aus Altersgründen, wie man sieht, bin ich ein Greis, bin ich in Pension und bin aber sehr viel unterwegs, also in der Erwachsenenbildung. Ich war heute schon Vormittag im Pressbaum für einen Einkehrvormittag, jetzt bin ich bei Ihnen. Morgen habe ich einen Einkehrtag in Großjedlersdorf, heißt das ja. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht im falschen Ort lande, aber ich habe mir das genau aufgeschrieben. Also keine Gefahr. Ich muss sagen, wie mir der Herr Magister Maurer die Einladung zu dieser Idee da geschickt hat, hat mir gut die positive Formulierung gefallen, damit die Kirche Zukunft hat. Weil das Gejammere geht mir eher auf die Nerven und Krise ist ja nichts Negatives. Krise ist zunächst ein völlig neutrales Wort im Griechischen, heißt Krise Entscheidung. Und natürlich, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, muss ich mir was überlegen. Ich muss bei jeder Entscheidung, die ich treffe, schließe ich andere Möglichkeiten aus. Das gilt nicht nur in der Kirche, das gilt im gesamten Leben. Das heißt, ich muss mich von anderen Möglichkeiten auch verabschieden dann in dem Fall. Kann auch wehtun, sich von anderen Möglichkeiten verabschieden zu müssen, auch wieder klar. Aber dann habe ich wieder die freie Offenheit auch für Neues. Und ich möchte die Sache, weil ich weiß auch, dass ich, glaube ich, so, was ich so mitgekriegt habe, die vorigen Abende eher über auch Strukturänderungen und so gesprochen haben, die Sache ganz anders angehen, nämlich eher vom Wesen der Kirche her. Ich glaube, das ist auch der zentrale Punkt. Wenn der stimmt, stimmt alles andere. Mir ist das bewusst geworden in einem Gespräch mit einem Juden schon vor einigen Jahren. Haben wir gesprochen über Jesaja 11, das kennen Sie alle mit dem entsprungenen Reis da, ne? Also es ist ein Ros entsprungen oder Reis, ja wurscht, wie das heißt in dem Lied, so poetisch bin ich nicht, aber beschrieben wird ein Friedenszeitalter und ein messianisches Friedenszeitalter. Und mir hat dieser Jude gesagt, euer Jesus kann nicht der Messias sein, es ist ja kein Friedenszeitalter gekommen. Und immer gedacht, naja, war noch recht selbstbewusst am Anfang, gesagt, naja, das kann ja auch nicht automatisch geschehen, weil dann würde der Messias unsere Freiheit aufheben. Und dann hat er so geschmunzelt und hat gesagt, aber Sie wissen schon, dass die Kirche 2000 Jahre dafür Zeit hatte. Und dann ist mir eigentlich keine gescheite Antwort mehr eingefallen, aber es hat mich immerhin zum Nachdenken gebracht. Und manche Früchte dieses Nachdenkens möchte ich Ihnen auch heute nahebringen. Es ist vielleicht stärker etwas, was auch für Ihr persönliches Leben und Ihren persönlichen Beitrag zu einer positiven Kirchenreform. Weil ich meine, Dinge, die päpstlichen Recht sind, über die zu meckern, hat meines Erachtens nicht für Sinn. Wir sind alle nicht der Papst. Also, wo ich aber selber etwas tun kann, bin ich auch, glaube ich, selbst gefordert und kann nicht sagen, das soll wer anderer machen. Das ist so mein Ausgangspunkt. Sie wissen vielleicht, dass der jetzige Papst bei einer Sprache in Freiburg gesagt hat, Entweltlichung der Kirche. Er hat das in einem ganz bestimmten Zusammenhang gesagt. Die Medien sind sofort wie die Aasgeier über ihn hergefallen. Immer dann für mich ein Grund, die ganze Rede durchzulesen. Er hat da gar nichts Böses gesagt, sondern er hat eigentlich das gesagt, was mindestens 5, 6 Mal im Johannesevangelium steht, dass wir zwar in der Welt sind, aber nicht von der Welt sein sollen. Denn wenn wir alle Fehler der Welt übernehmen, werden wir die Welt schwer zum Positiven ändern können. Also in der Welt, aber nicht von der Welt. Und das hat der Papst eigentlich auch ziemlich gut erklärt in dieser Rede, wenn man nicht nur dieses eine Zitat herausnimmt. Das möchte ich so ein bisschen als Headline über den heutigen Abend daher auch stellen und sagen, die Kirche kann eben nur dann die Welt positiv, heute aber es gerade zusammen, ah nein,
wenn ich das so aushaue, ist das nicht so günstig, merke ich. Die Kirche kann nur dann zur positiven Veränderung der Welt beitragen, wenn sie in der Welt ist, also wirklich auf beiden Beinen steht, aber nicht von der Welt, nicht alle Fehler der Welt mitmacht sozusagen. Das wäre unsere Aufgabe, gegen den Strom zu schwimmen. Ich habe mal ausgedruckt, auch diese Versive, das heißt Pfarrerinitiative und so, können wir nachher gern, wenn Sie wollen, darauf eingehen. Ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen. Es ist manches hier sicher, ich möchte nur einige Punkte herausgreifen, manche Forderungen oder Kritikpunkte, wie geht man mit wiederverheirateten Geschiedenen um, wäre es nicht doch sinnvoll, viri probati zu weihen, sollte man nicht wieder, das kommt nämlich überhaupt nicht vor, zu der alten Tradition der Sakramentenspendung zurück. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, dass das Sakrament der Buße und der Krankensalbung die längste Zeit der Kirchengeschichte auch von Laien gespendet werden durfte. Das ist eigentlich erst alles im Konzil von Trient abgeschafft worden. Die längere Zeit der Kirchengeschichte durften das entsprechend vorbereitete und gebildete Laien machen, was halt in der Spitalseelsorge zum Beispiel wahnsinnig wichtig wäre. Aber, und das ist nichts Neues, das ist im Gegenteil ein Aufgreifen guter alter Traditionen. Das kommt zum Beispiel überhaupt nicht vor. Es kommt auch nicht vor, das ökumenische Argument, das ich für sehr wichtig halte, dass es zu großen Problemen führt, dass wir ja zwei Kirchenrechte unter einem Papst vereint haben. Ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist. Die unierten Kirchen haben dasselbe Kirchenrecht wie die Orthodoxen. Das heißt, sie haben verheiratete Priester und die wiederverheirateten Geschiedenen sind zu den Sakramenten zugelassen. Genau dieses Kirchenrecht ist aber unter demselben Papst. Und es passieren oft dann die seltsamsten Dinge, vor allem am Land, dass ein Pfarrer sich laisieren lässt und heiratet, ein Pfarrer, der beliebt war, und wen schickt man hin? Einen unierten Priester mit vier Kindern. Die Leute verstehen das nicht ganz. In Gymnasien geht es ganz gut, wir haben in der Schule, also bei uns im Gymnasium dabei, sehr lang, also eigentlich 8 Jahre lang einen unierten Kaplan gehabt, weil seine Kinder bei uns in die Schule gegangen sind. Und einem Gymnasiasten kann man das erklären, der hat bei uns natürlich Messe gefeiert und Beichte gehört, er hat sogar mal mit seiner Pfarrgemeinde bei mir ein Einkehrwochenende gemacht, wir haben sehr nett diskutiert. Nur das geht aber an gewissem Bildungsniveau, wenn man das den Leuten erklärt. Wenn man ihnen nichts erklärt und plötzlich einen verheirateten Priester mit 4 Kindern hinschickt und die wissen das mit den beiden Kirchenrechten nicht, sind die völlig vor den Kopf gestoßen. Und das ist wieder unnötig, ne? Meines Erachtens. Also ich glaube, dass man eher mit guter Tradition, sprich die alte Form der Sakramentenspendung, argumentieren könnte, dass man mit den Vereinigten zweier Kirchenrechte argumentieren könnte. Das kam überhaupt nicht vor. Aber ein Aufruf zum Ungehorsam, vielleicht bin ich dazu brav und artig, aber ich denke mir, es ist schon gut, wenn in einer so großen Organisation, wie es die Kirche nun mal ist, auch eine gewisse Ordnung herrscht. Die Anarchie glaube ich nicht, dass der Kirche gut täte. Das wäre das eine. Und das zweite, ich halte natürlich auch sekundär Strukturänderungen für wichtig, nur sollten die eher aus einer inneren, ich darf vielleicht das altmodische Herzenserneuerung, aus dieser Erneuerung sollten auch die Änderungen kommen, nicht umgekehrt. Und da gefällt mir sehr gut, dass der Heilige Vater in dieser erwähnten Rede die Mutter Teresa, die ich sehr verehre, zitiert hat. Ich zitiere jetzt wörtlich. Die selige Mutter Teresa wurde einmal gefragt, was sich ihrer Meinung nach als erstes in der Kirche ändern müsste. Ihre Antwort war, sie und ich. Also keine äußeren Strukturen, wir müssen uns ändern. Ich kenne übrigens von unseren, wir haben ja den besten Mystiker des deutschen Sprachsaums, war zufälliger Dominikaner, der Meister Eckehart, der beste mittelalterliche Theologe, der Thomas von Neumann, war zufälliger Dominikaner. Ich muss ein bisschen Eigenwerbung auch machen, nicht, dass man mich freut, dass man auch stolz auf den eigenen Orden in so einem Fall. Aber da auch der Meister Eckehart sagt, wenn du etwas ändern willst, versuche nicht deine Umgebung zu ändern, das wirst du gar nicht können, ändere dich selber. Ich glaube, man muss immer bei sich selber anfangen. Damit sind wir auch schon bei dem heiklen Thema Kirche und Gesellschaft. Man kann sagen, ab dem 4. Jahrhundert bis
nach dem Ersten Weltkrieg rund, waren Gesellschaft und Kirche in Europa praktisch deckungsgleich. Und dann ist es auseinandergebrochen. Natürlich hat das schon angefangen mit Humanismus, Reformation, 30-jährigen Krieg. Also es ist schon Step by Step gegangen. Aber dieses wirkliche, endgültige Auseinanderbrechen von Gesellschaft und Kirche ist so rund 1920. Also wir wollen jetzt nicht auf ein Datum rumreiten. Ich glaube, die gegenwärtige Kirchenkrise ist einfach eine Übergangszeit, die uns herausfordert. Ich kann nicht mehr sagen, oder ich kann nicht mehr von einem einheitlich christlichen Europa sprechen. Im Mittelalter hätte sich ein Europäer primär als Christ bezeichnet und nur sekundär als Deutscher, Franzose, Italiener oder weiß ich was. Bei uns ist das völlig anders geworden. Deswegen glaube ich auch nicht, dass man als gemeinsame Basis der EU die christliche Religion nehmen kann. Auch nicht einer Rechtsprechung. Warum? Nicht, weil ich selber kein Christ bin, sondern weil mir klar ist, da würde ich ca. 70% der Bevölkerung aus jeder Verantwortung entlassen. Ich kann ja nicht sagen, 30%, die Christen sind, sollen ein ordentlich christliches Leben führen und die Rest können, der Rest kann leben wie die fröhlichen Ferkel. Das kann wohl nicht ganz ein vernünftiges gesellschaftspolitisches Konzept sein, meines Erachtens. Ich glaube eher, dass wir uns darauf besinnen, dass wir sagen müssen, wir leben in einer pluralistischen Gesellschaft. Übrigens nicht zum ersten Mal, auch das römische Weltreich war eine pluralistische Gesellschaft. Und da haben sich die Christen wacker geschlagen und trotz Verfolgung haben sie sich ausgebreitet. Da können wir uns wirklich ein Scheibchen davon abschneiden von dieser Zeit, würde ich meinen. Wie sehr die sich da durchsetzen konnten in einer pluralistischen Gesellschaft. Und es wird an uns liegen, ob diese Gesellschaft findet, dass wir ein antiquierter Fremdkörper sind oder ob wir vielleicht eine Instanz sind, die Sinn stiften kann. Je mehr wir als sinnstiftende Instanz erlebt werden, ich glaube, desto mehr wird man uns auch akzeptieren. Ich möchte es in drei nicht allzu langen Schritten, die Uhr so, dass ich auch drauf sehe, mir anschauen. Ganz kurz, was sind so diese Schwierigkeiten, die Stolpersteine unserer pluralistischen Gesellschaft, in der leben wir nun mal, wir sind in dieser Welt. Aber da wir nicht von dieser Welt sein sollen, müssen wir uns auch besinnen, was ist das eigentliche Wesen der Kirche? Ist das, dass wir jetzt streiten, ob etwas Gemeinde oder Pfarre heißt oder so? Ich habe gestern also endlos am Abend dieses im 10. Bezirk mir angehört. Ich versuche mich auch natürlich weiterzubilden, aber ich glaube nicht, dass das der Stein der Weisen ist, ehrlich gesagt. Das Wesen der Kirche ist was anderes. Und am Schluss ein bisschen eine mögliche Arbeitsteilung von Kirche und Gesellschaft. Weil wir müssen uns überlegen, was können wir in einer pluralistischen Gesellschaft Positives beitragen, sodass man uns als Kirche mag und nicht sagt, das sind ja ein paar Verrückte, nicht? Und uns ablehnt. Die Gegenwartsprobleme. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir letztlich drei Wellen der Aufklärung hatten, obwohl wir nur eine so nennen und alle drei nicht zureichend bewältigt haben. Die eigentliche Aufklärung hat sich gegen kirchlichen und staatlichen Absolutismus gewendet, der Marxismus gegen soziale Ungerechtigkeiten, die massiv vorhanden waren durch den damals entstehenden Liberalismus. Und die 68er-Generation so gegen diese satte Wirtschaftswunderzeit. Alle drei waren im ersten Schritt berechtigt in ihrer Kritik, weil sie aber nicht gehört und angenommen wurden, sind sie sehr rasch in Extreme gekippt, die furchtbar waren. Viel furchtbarer als das, was sie eigentlich bekämpfen wollten. Und sie haben eigentlich negativere Zustände geschaffen, als vorher vorhanden waren. Ich glaube, am deutlichsten wird es beim Marxismus. Wenn Sie schauen in Europa, wo leider nicht die Kirche, obwohl wir so eine schöne katholische Soziallehre haben, leider nicht die Kirche, sondern die roten Gewerkschaften das Arbeiterelend verbessert haben, gibt es keine russische Revolution. Wo man in Russland eisern an diesen asozialen Verhältnissen festgehalten hat, wissen Sie, was dann Lenin und Stalin aufgeführt hat. Und vor allem Stalin hat mehr Menschen am Gewissen als Hitler und das ist fast der Kunst, aber im negativen Sinn. Also wenn man etwas nicht Berechtigtes nicht erfüllt, kracht es irgendwann.
Und ich glaube, hier wäre auch heute so ein bisschen Zukunft der Kirche. Gerade die katholische Kirche, weil sie nicht föderalistisch organisiert ist, sondern zentralistisch, das hat ja auch Vorteile, wäre meines Erachtens die einzig mögliche Gegeninstanz gegen eine weltweite Wirtschaftsdiktatur. Ergreifen wir diese prophetische Aufgabe? Ich stelle mal die Frage in den Raum. Dann ist natürlich die Gegenwart auch schwierig geworden durch bestimmte Aspekte, nicht durch alle, aber durch bestimmte Aspekte der Postmoderne, dieses Anything goes, dass wir zunehmend in einer Kunstwelt leben. Das fängt schon bei den Kindern an, deren bester Freund der Computer ist, weil sie mit einem Menschen gar nichts mehr anfangen können. Und geht dann irgendwo weiter über fiktive Geldgeschäfte, über bloße Lebensabschnittspartner, die man beliebig austauscht, über eine Identität, die sich eigentlich nur mehr von außen definiert. Der soziologische Fachausdruck, die kam in den 70er Jahren zum ersten Mal aufgekommen, da habe ich nur gelacht. Mir ist dann das Lachen vergangen, der außengesteuerte Mensch. Weil wenn Sie sich heute zum Beispiel ein Curriculum anschauen, ganz wurscht, von welcher Schultype, und ich bin mal lang in dem Geschäft tätig, ist es so, dass eher geschaut wird, welche Kompetenzen braucht die Wirtschaft, daraus leiten wir Inhalte und Methoden ab. Und was Sie dann haben, ist eine Wirtschaftsmarionette, aber nicht mehr ein Mensch. Durch Jahrhunderte war die Kirche leitend in Bildungssachen, das sagen Gott sei Dank. Dass noch die letzten positiven Reste da, vielleicht können wir auf denen aufbauen, wo es primär um eine Persönlichkeitsbildung oder ich traue mich sogar zu sagen, altmodisch um eine Herzensbildung gegangen ist. Natürlich haben die Leute auch lesen, schreiben, rechnen und so weiter gelernt, aber sie sind auch identische Persönlichkeiten geworden. Das ist ein anderes Bildungskonzept, sozusagen von innen nach außen und jetzt geht es von außen nach innen. Und den Fehler sollten wir in der Kirche nicht nachmachen, meines Erachtens. Natürlich, auch in einer noch so pluralistischen Gesellschaft brauchen wir eine gewisse minimale gemeinsame Wertbasis, weil sonst können wir überhaupt nicht zusammenleben, sonst haben wir einen Krieg aller gegen alle. Dann sind wir in einem schrecklichen Urzustand drinnen. Wenn man sagt, Werte sind Handlungsziele, weil ich handle ja nur dann, wenn mir was nicht passt. Wenn ich dann aber etwas erreiche, ist es für mich angenehm, wertvoll, freue ich mich drüber. Kann ich sagen, die meisten oder sehr viele Werte sind subjektiv. Denken Sie daran, wie subjektiv unser Geschmack ist. Würden wir jetzt alle die gleiche Speise vorgesetzt bekommen, würden einige sagen, herrlich, einige na ja und einige grauslich, weil das eine völlig subjektive Einschätzung ist, wie ich Speisen beurteile. Hingegen, das Funktionieren einer Gesellschaft hängt davon ab, dass es auch einige objektive Werte gibt, das heißt Werte, die alle anerkennen. Und ich glaube, da dürfen wir heute nicht mehr so naiv sein, dass das die Religion ist, so schade das ist. Ich möchte aber allmählich hinführen, was sind Werte, die wir gesamtgesellschaftlich brauchen, was sind religiöse Werte, was sind christliche Werte und was ist daher das Wesen der Kirche. Das möchte ich jetzt so Step by Step ein bisschen entwickeln. Zunächst einmal, die reinen Naturwerte reichen nicht aus. Tiere sind, also wenn sie in freier Wildbahn sind, Haustiere sind sehr, sehr vermenschlicht. Meine leider kürzlich verstorbene Katze war wirklich eher ein Mensch als eine Katze, finde ich, von ihrer ganzen Art. Ich glaube, sie hat sich auch selbst nicht als Katze empfunden. Aber in der freien Wildbahn sind Tiere natürlich sehr stark Instinkt und Trieb gesteuert und das funktioniert prima, wenn der Mensch da nicht reinpfuscht. Nicht? Also wenn, es ist besser, der Mensch lässt da die Natur so weit als möglich in Ruhe, weil sonst stellt er eh lauter Unfug an, weil er die wirklich oft tollen Konzepte des Schöpfers nicht durchschaut und dann einen Blödsinn anrichtet. Das haben wir ja oft genug in der Behandlung der Natur erlebt. Bei Menschen reicht das nicht, weil wir instinktverunsichert sind. Wir sind ein komisches Tier sozusagen. Auf der einen Seite, also abgesehen davon, dass wir nackte Affen sind, aber ein bisschen mehr sind wir auch nicht, also als ein nackter Affe. Wir sind gemeinschaftsbedürftig, aber nicht automatisch gemeinschaftsfähig.
Das unterscheidet uns von Bienen und Ameisen zum Beispiel. Die sind auch gemeinschaftsbedürftig, aber von Natur aus gemeinschaftsfähig. Schauen Sie mal, wie toll die zusammenarbeiten. Das ist gesteuert, das geht aufs Genaueste. Bei uns Menschen nicht. Wir müssen daher, wenn wir friedlich zusammenleben wollen, bestimmte Regeln uns geben, die wir einhalten. Das nennen wir Gesetze. Gesetze dienen dazu, ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Das wäre auch das Kriterium, dass ein Gesetz legal ist, dass es jedem Menschen einen gewissen Freiheitsraum zusichert. Also das Leben natürlich sowieso, aber auch, dass er über seinen Körper verfügen kann, dass er über einen gewissen Bereich der Umwelt verfügen kann und so weiter. Das ist also die Aufgabe des Gesetzes. Und der Staat sollte sorgen, dass das eingehalten wird. Das allein ist aber zu wenig, weil ich kann letztlich nicht jeden zur Gesetzeseinhaltung zwingen, weil dann müsste ich für jeden einen eigenen Polizisten haben, der ihn überwacht. Das geht nicht. Ich brauche also genug Menschen, die innerlich bejahen, die Personenwürde des anderen zu achten. Übrigens, soweit ich das weiß, hat das zum ersten Mal Jesus ausgesprochen in den Antithesen der Bergpredigt, wenn er sagt, den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch, hebt er ja nicht die Gesetze so auf, dass er sagt, du sollst morden, du sollst Ehe brechen, du sollst betrügen. Ganz im Gegenteil. Er sagt, es reicht nicht, bloß den Mord, den Ehebruch, den Betrug und so weiter zu vermeiden, sondern ich soll schon innerlich die Gesinnung haben, auch wenn ich nicht erwischt werde, auch wenn ich nicht überwacht werde, dass ich sage, ich respektiere die Personenwürde, den Freiheitsraum des anderen. Und das ist genau das Gebot der Nächstenliebe natürlich. Alles, was ihr von anderen erwartet, tut auch ihnen. Übrigens, der oft sehr blöde Einwand, dass das eine westliche Erfindung ist. Erstens steht es zum ersten Mal im Alten Testament, schon zum zweiten Mal im Neuen. Und das ist bekanntlich in Vorderasien und nicht im Westen. Und zweitens, wenn man sich die Weltreligionen anschaut, finden wir diese Grundregel, die goldene Regel, mit ein bisschen verschiedenen Worten in jeder Hochreligion. Weil jede Hochreligion erkannt hat, dass Menschen nur dann friedlich zusammenleben können, wenn sie die Menschenwürde des anderen respektieren. Wir sind auf dem besten Weg, das abzubauen. Ich war über die westliche Berichterstattung über die Ermordung des Gaddafi, anders kann man das nicht bezeichnen, entsetzt. Jemand, der waffenlos mit erhobenen Händen sich ergibt, einfach niederzuschießen und das noch in den Medien zu bejubeln, also immer gedacht, da ist den Menschenrechten so ins Gesicht geschlagen worden. Und das erlebt aber unsere Jugend als Erziehungsmethode, nicht? Ich kann, wenn mir jemand nicht passt, der Schirrsinn halt, nicht? Und dann wundert man sich über manches nicht mehr. Aber ich habe deswegen, ich weiß nicht, ob das bei Ihrer Kopie auch rauskommt, Recht und Moral ein bisschen hervorgehoben, weil Menschenrechte und Weltethos sind die Grundlagen eines friedlichen Zusammenlebens. Das wären also die objektiven Werte, die ich von jedem Menschen einfordern kann und muss. Religion kann ich nicht erzwingen. Gerade mein Ordensgründer Dominikus hat sich sehr, sehr stark dafür gemacht, dass Religion eine Sache der Überzeugung und nicht des Zwanges ist. Deswegen, sie ist sicher die höchste Ebene, aber sie ist nicht unbedingt nötig, dass Menschen friedlich zusammenleben. Wir alle wissen, dass es sehr anständige Atheisten gibt, hat für mich immer ein bisschen was Beschämendes. An sich muss ich sagen, wenn ich erlebe, dass ein Atheist oft anständiger ist als ein Christ. Aber ich glaube, Sie alle kennen solche Fälle. Man kann also ein hochethischer Mensch ohne religiöse Überzeugung sein. Aber die religiöse Überzeugung ist sicher die letzte Sinngebung von Recht und Ethos. Natürlich kann ich humanitäre Werte ohne Gott leben, aber es ist schwieriger. Vor allem dann, wenn ich viel für mein ethisches Verhalten ertragen muss, unter Umständen sogar getötet werde. Da stellt sich dann die Frage, welchen Sinn hat das, wenn es kein Leben nach dem Tod und keinen ausgleichenden Gott gibt. Und wir wissen, es hat in der gesamten Geschichte immer auch Märtyrer nicht nur für die Religion, sondern auch für das Gewissen gegeben. Übrigens von der katholischen Kirche auch als bestimmte Form des Martyriums anerkannt. Also Märtyrer des Gewissens wurden immer wieder anerkannt. Soweit
religiöse Werte als Steigerung, also als höherwertig als Recht und Ethos, aber als nicht erzwingbar und als nicht unbedingt nötig für ein friedliches Zusammenleben. Soweit würden uns alle Weltreligionen Recht geben. Jetzt wird es einmal ein bisschen spezifischer auf Offenbarungsreligion hin. Also das, was ich jetzt sage, gilt für die drei abrahamitischen Religionen. Dass es neben dieser vernünftigen Überlegung einer Überhöhung von Recht und Sittlichkeit, wenn ich an einen personhaften Gott glaube, kann sich der in der Geschichte mitteilen. Das ist eine geschichtliche Offenbarung und alle drei abrahamitischen Religionen glauben, dass es so etwas gibt und haben das in Buchform niedergelegt. Jetzt wird es noch spezifischer, jetzt kommen wir zu den christlichen Werten. Was uns von den beiden anderen abrahamitischen Religionen unterscheidet, ist nämlich, dass wir die Erlösung als Geschenk betrachten. Bei den beiden anderen hat es stark diesen Anspruch, du musst die und die und die Gesetze erfüllen, um erlöst oder um das Paradies zu verdienen. Ich sage es mal sehr auf einfache Weise, wie es vielleicht auch ein einfacher Jude oder Moslem sagen würde. Bei uns ist das anders. Uns ist klar, ich kann noch so brav und artig sein, ich kann mich von Schuld, Leid und Tod nicht selbst befreien. Das ist unmöglich. Nur dann, wenn Gottes Wesen, und das ist die Liebe, in einem Menschen durchbricht und Schuld, Leid und Tod jetzt in das göttliche Leben hineinnimmt, verwandelt er es. Und dadurch wird Schuld zur Vergebung, Leid zur Freude und Tod zum ewigen Leben. Das heißt aber, unsere christliche Erlösungsvorstellung, die musste uns von Gott durch Jesus geschenkt werden, vom Vater durch den Sohn im Geist. Und das wären jetzt die christlichen Werte. Und jetzt geht es mit der Kirche weiter, weil jetzt sind wir sozusagen bei der Frage, wie soll das in der Geschichte weitergehen? Und ich glaube, genau das ist die Kernaufgabe der Kirche. Alles andere kann man sich zusätzlich überlegen. Aber die grundsätzliche Besinnung von uns muss das Herz der Kirche sozusagen, ihre Grundaufgabe betreffen. Sie werden aber merken, dass das blöderweise dann jeden von uns betrifft. Das ist die unangenehme Sache, die ich Ihnen heute am Abend mitzugeben habe. Wenn ich hier so sage, die Kirche ist Leib Christi, das hat nicht ich gesagt, das hat der Paulus gesagt, wie Sie wissen, und das Bild aber ernst nehme, ist das nicht ein netter Vergleich, ne, der ihm heute gerade eingefallen ist, sondern dann heißt es ja, in jedem Getauften muss sich etwas von der Liebe Gottes verleiblichen. Wir werden es nicht so perfekt wie Jesus können, aber in jedem Getauften sollte sich wenigstens ein bisschen was von der Liebe Gottes verleiblichen. Sonst hat der Getaufte seine Bestimmung verfehlt. Man könnte auch sagen, Kirche ist nur so weit Kirche, als sich in ihr die Liebe Gottes realisiert. Weiter ist sie nicht Kirche, weil weiter ist sie nicht Leib Christi. Ich denke mal, da fallen einige Kapitel der Kirchengeschichte heraus. Aber wenn wir den Maßstab an uns selber anlegen, was wir natürlich auch müssen, fällt auch einiges aus unserem Leben aus diesem Maßstab heraus. Dann merkt man plötzlich, also so die reine Liebe Gottes lebe ich eigentlich nicht. Das ist vielleicht gerade in der Fastenzeit auch bedenkenswert und wieder so ein kleiner Input für eine Umkehr. Aber wenn wir jetzt schauen, was Jesus gemacht hat, und das ist, glaube ich, das Kernstück der Kirche, was sie nie aufgeben kann. Jesus hat gebetet, Jesus hat gelehrt und Jesus ist heilsam mit Menschen umgegangen. Und es ist sehr schön, dass das Zweite Vatikanum gleich im ersten Konzilsdokument das zu den Grundfunktionen der Kirche erklärt hat. Liturgie, Gottesdienst, Kerygma, Verkündigungsdienst, Diakonie, Dienst am Nächsten, also nächsten Dienst könnte man sagen, wenn man es überall mit Dienst übersetzen will. Und ich habe dann versucht, auf dem so Martyria und Koinonia so noch so rundum und um zu schreiben. Ich wollte damit grafisch andeuten,
Wir geben in allen drei Grundfunktionen Zeugnis für unseren Glauben. Martyrie heißt ja nicht gleich, dass ich getötet werde für meinen Glauben. Das ist der Extremfall des Zeugnisgebens. Aber Zeugnis sollten wir alle geben durch Gottesdienst, durch Nächstendienst und durch Verkündigungsdienst. Das ist jedem Christen aufgetragen. Und wir können das nur in der Gemeinschaft. Also Christentum ist nicht eine Religion, wo ich ein einsames Verhältnis zu Gott habe. Es ist immer Gemeinschaft. Bis hin zum Gedanken einer leiblichen Auferstehung, der einschließt, dass ich mit meinen leiblichen Bezügen auferstehe. Ob Ihnen das jetzt gefällt oder nicht, seit heute kennen Sie mich, einige kennen mich schon länger. Das heißt, wir werden irgendwie gemeinsam auferstehen. Sie gehören zu meinem Auferstehungsleib und ich gehöre zu Ihrem Auferstehungsleib. Wir gehören zusammen letztlich. Also die Gemeinschaft auch derer, die dann endgültig vor Gott landen. Und ich hoffe, das werden wir alle sein, nicht? Wenn wir ein bisschen anders ausschauen, aber irgendwie werden wir dann schon wissen, wer wir sind, da bin ich sicher. Also ich glaube nicht, dass wir nach dem Tod dümmer sind als vorher. Und ich denke, das ist jetzt wirklich das Wesen der Kirche. Mir gefällt das sehr gut, dass das Zweite Vatikanum das so stark betont hat. Es ist schön, wenn eine Kirche einen Kirchenchor hat. Es ist schön, wenn in einer größeren Pfarre einzelne Gruppen sich finden, die aktiv was tun, von einer Bastelrunde bis zur Liturgiegruppe, Familienrunden. Ich bin selber schon seit 37 Jahren in einer Familienrunde. Ich bin auch als Witwe in der Familienrunde geblieben, weil das ist wirklich schon eine Großfamilie geworden mittlerweile nach 37 Jahren. Und es haben auch zwei Kinder zusammengeheiratet von uns mittlerweile. Also das ist wirklich eine Großfamilie. Das ist alles sehr schön, aber letztlich die Grundfunktionen sind nur diese drei. Und sie sind wirklich am Vorbild Jesu abgekupfert. Und sie müssten auch bei jeder Kirchenreform sozusagen das Maß abgeben, wie ich reformiere. Wenn etwas rauskommt, wo eine dieser Grundfunktionen dann unterbelichtet oder so beschnitten ist, dass sie nicht mehr lebbar wird. Ich denke an manche Formen der Gemeinschaft. Da müsste man sich was einfallen lassen. Aber dann ist die Änderung der Struktur eine Folge, weil die Grundfunktion gelebt werden muss, sozusagen, und nicht umgekehrt. Ich möchte auf die drei Grundfunktionen noch ein bisschen eingehen. Die Diakonie ist wahrscheinlich das Anerkannteste. Auch die Leute, die keine Christen sind, sind heilfroh, dass die Kirche so unangenehme Sachen wie Betreuung der Alten, Behinderten und so weiter übernimmt, nicht? Das überlässt man also liebend gern der Kirche, da ist man froh, spart auch dem Staat Geld. Also ich finde, dass die Kirche da oft eine schlechte PR hat, das müsste man viel mehr in den Vordergrund stellen, was sich der Staat alles spart, wenn die Kirche das macht. Aber das ist anerkannt. Heikler ist es schon bei der Verkündigung, weil man immer wieder hört, das ist eine Beeinflussung der Menschen und der Religionsunterricht gehört abgeschafft und so weiter. Also wir Christen können es uns eh nicht aussuchen, weil das ein Auftrag des Auferstandenen ist. Dem Staat gegenüber, glaube ich, habe ich aber auch Argumente. Denn auf der einen Seite dient der Staat der Kirche, wenn er als Rechtsgesellschaft für friedliche Verhältnisse sorgt und daher die Kirche ihre Aufgaben ungefährdet ausüben kann. Denken Sie daran, in wie vielen Ländern das nicht möglich ist. Ich erinnere immer daran, dass wir derzeit die größte Christenverfolgung aller Zeiten haben. Ich bin auch bei CSI tätig, ich treibe ja überall mein Unwesen, aber mich stört diese Christenverfolgung und oft auch die Ignoranz. 250 Millionen Christen werden wegen des Glaubens diskriminiert, kriegen keinen Beruf, werden eingesperrt, gefoltert und getötet derzeitig. Und die Diskriminierung setzt auch bereits in Europa ein. Leider ist das immer nur in englischer Sprache, dieser Shadow Report about Discrimination of Christians. Vielleicht kommt es endlich mal irgendwie deutsch und im Buch vor. Man kann es vom Internet in Englisch runterladen. Umgekehrt vergisst hier der Staat, dass er der Kirche eine Menge verdankt. Und das, glaube ich, müsste die Kirche dem Staat auch klar machen und den Medien vor allem. Denn der Staat, habe ich schon vorhin gesagt, deswegen habe ich das auch schon vorhin so betont, das Recht trägt sich nicht selbst.
es muss sozusagen eine jede Form von Gemeinschaft, von der Familie angefangen, bis rauf zur Weltgemeinschaft, genug Menschen geben, die die Menschenwürde des anderen freiwillig achten. Weil wenn ich alle zum Recht zwingen muss, kommt gar nichts raus. Da gibt es diesen Böckenförde, ich weiß nicht, ob das, das ist ja relativ bekannt jetzt, das Böckenförde-Theorem, der Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht schaffen kann. Nämlich genau von der sittlichen Einstellung seiner Mitbürger. Und die schafft er nicht selber. Wer schafft sie hauptsächlich? Theoretisch sollten es die Familien auch machen. Ja, das ist ein bisschen am Verblassen. Praktisch machen es aber die Kirchen. Ich spreche durchaus im Plural, weil das natürlich auch die Evangelischen und die Orthodoxen machen. Das ist keine Frage. Aber die Kirchen leisten im Religionsunterricht sehr viel an Werterziehung, die sonst gar nicht geschehen würde. Übrigens ist Österreich das einzige EU-Land, das keinen Ethikunterricht als Alternative zum Religionsunterricht hat. Wenn in anderen Ländern ist es so, wer nicht in Religion geht, muss in Ethik gehen. Österreich ist das einzige Land, das das nicht hat bis jetzt. Eben in einer Gruppe, die seit Jahren sich dafür einsetzt, es ist nie ihr Geld da angeblich. Ich glaube, es sind andere Gründe, aber ja, man kann dann immer das Geld vorschützen, wenn einem was nicht passt politisch. Also da hat der Staat sehr wohl etwas davon, wenn ein größerer Teil der Bürger freiwillig und ohne Zwang gewisse ethische Werte einhält. Ich glaube, er hat aber noch etwas von der Kirche. Ich habe gesagt, Religion ist die Letztsinngebung. Und das kann man auch feststellen, dass Menschen, die religiös sind, viel eher einen Sinn in ihrem Leben sehen als Menschen, die nicht religiös sind. Und natürlich hat der Staat auch etwas davon, wenn es Menschen gibt, die einen Sinn in ihrem Leben sehen, daher eine Freude an der Arbeit haben, die sich einsetzen, als wenn lauter Depressive da sind, die alle in psychiatrischer Behandlung sind oder ständig selbstmordgefährdet. Davon hat ein Staat bitte nichts. Also auch hier müsste man zeigen, dass die Kirche hier eigentlich viele positive Leistungen für die Gesellschaft erbringt. Nur, es wird immer so gejammert, ein paar Fälle von Missbrauch, nicht, dass das schön war, keine Frage, aber die werden so hochgespielt, das ist so ein Prozentsatz und das riesige Positive, was die Kirche tut, das kommt kaum vor. Und das finde ich ganz schade, dass man das nicht mehr betont und auch zeigt, was hier wirklich kirchlich geleistet wird. Am wenigsten ist natürlich die Liturgie von nicht religiösen Menschen anerkannt. Man hört immer das auch innerhalb von Christen, das Argument, ja, Gott braucht es ja nicht. Ja, Gott nicht, aber wir brauchen es nicht. Das ist der feine Unterschied. Liturgie ist ja primär der Dienst Gottes an uns und erst sekundär unser Dienst an Gott. Weil wir uns also quasi dankbar erweisen wollen. Aber primär dient Gott uns in der Liturgie. Und da gefällt mir sehr gut, deswegen habe ich das versucht, grafisch darzustellen. Der heilige Franz von Sales ist ein sehr humanistischer und charmanter Mann. Der muss ein irrsinnig charmanter Mann gewesen sein, so wie er schreibt. Er sagt, die Leiter, die zu Gott führt, hat zwei Holme, das Gebet und die Sakramente. Aus Zeitgründen skizziere ich das nur kurz, man kann ja dann irgendwo nachfragen. Beim Gebet finde ich es immer am einfachsten, man macht so wie der Prophet Hosea, dass man sagt, so wie Gott sein Volk liebt, Gott liebt sein Volk so, wie der Bräutigam die Braut liebt. Und dass ich mir daher überlege, wie gehe ich mit einem geliebten Menschen um und so sollte ich mit Gott umgehen. Dieses miteinander reden, dieses miteinander was tun, aber auch dieses völlig still beieinander sitzen können. Ich glaube, jemand, der noch nie einen Menschen gefunden hat, bei dem er ganz still sitzen kann und einfach nur dankbar für die Gegenwart dieses Menschen ist, der ist für mich ein armer Kerl. Also man sollte zumindest einen solchen Menschen haben oder einmal erlebt haben. Er kann ja auch gestorben sein, nicht? Ich habe es halt früher erlebt. Und da hätten Sie die Arten des Gebets, das verbale Gebet, die Meditation und die Kontemplation. Bei den Sakramenten finde ich sehr schön, dass an die Grunderfahrungen des Menschen angeknüpft wurde.
Und deswegen ist das also auch etwas, was wirklich zu den Grundbestimmungen der Kirche gehört. Da werden wir vielleicht in der Diskussion ein bisschen auf die Problematik des Priestermangels kommen, weil der Mensch braucht für ein geglücktes Leben zumindest zwei Erfahrungen. Das eine ist die Erfahrung einer wirklichen Angenommenseins und einer Geborgenheit. Man nennt das auch Vatererfahrung, weil in der tiefen Psychologie hat man festgestellt, der Archetyp Vater ist ein bergendes, beschützendes Wesen. Das ist auch sehr sinnvoll, wenn Jesus Gott mit Vater anspricht, weil wir alle diese tiefe Sehnsucht nach einem bergenden Vater haben. Frankl hat eine Untersuchung mal angestellt, dass gerade die, die keinen netten Vater hatten oder ihren Vater gar nicht kannten, das war eine Untersuchung an Studenten in Amerika, am stärksten diesen Vaterarchetyp oder diese Vatersehnsucht haben. Und dieser Geborgenheitserfahrung entspricht die Eucharistie, die Communio, als Gemeinschaft mit Gott und als Gemeinschaft mit den anderen Mitgliedern der Kirche, also Communio, Gemeinschaft. Wir sind keine einsame Religion. Weil ich aus der Gemeinschaft rausfallen kann, brauche ich die Versöhnung. Und die dichteste Form, Gemeinschaft zu leben, ist die Ehe, wenn sie glückt. Das ist auch wieder klar. Da haben Sie diese Linie. Und die andere Erfahrung, die Sie auch brauchen, Sie brauchen die Erfahrung von Sinn. Man weiß heute, dass wenn ein Mensch aus irgendwelchen Gründen plötzlich gar keinen Sinn mehr im Leben sieht, Selbstmord begeht. Sinn ist was ganz Wichtiges für den Menschen. Und hier ist der Gedanke, dass wir durch den Geist Gottes letztlich den christlichen Sinn vermittelt bekommen. Taufe, Firmung, ursprünglich war es ein Sakrament, jetzt ist es halt auseinandergelegt worden. Wir bekommen eine Aufgabe innerhalb dieser Kirche und die Weihe, die einen Menschen in den besonderen Dienst Christi nimmt, wobei Christus ja der einzige Priester des neuen Bundes ist. Viele glauben das nicht, aber also wir haben nur einen Priester im Christentum, das ist Jesus Christus. Und alle, die geweiht sind, haben daran teil. Sie repräsentieren Christus, aber nur in Ausübung des Amtes. Nicht? Also wenn der Pfarrer sagt, das ist mein Leib, essen wir nicht den Pfarrer, sondern er spricht an Christi statt. Ja? Aber wenn er dann zu Mittag sagt, ich habe lieber ein Schnitzel als Pasta Schutter, dann spricht er nicht an Christi statt, weil wir wissen nicht, was Christus lieber gegessen hat. Ja? Das ist klar, also in Ausübung seines Amtes spricht er an Christi statt. Und die Krankensalbung, die habe ich so ein bisschen in die Mitte geschubst, weil die zu beiden gehört. Die Versöhnung hat mit Krankensalbung zu tun, aber auch dieses letzte Jahr zur Taufe. Dass ich in einer Extremsituation es Gott überlasse, will er mich heilen oder will er mich für die Ewigkeit retten. Also es ist diese Alternative ja in der Krankensalbungsformel, heilen oder für die Ewigkeit retten. Im Griechischen steht dort Sozen und das meint für die Ewigkeit retten. Ja, ich muss natürlich auch, damit Sie Fragen stellen können, an ein Ende kommen. Ich erinnere noch einmal, dass die Mutter Teresa gesagt hat, was an der Kirche geändert werden muss, sie und ich. Also nicht zuerst das Äußere. Ich würde noch dazu sagen, das Einhalten der Grundstrukturen ist wichtig. Ich glaube nämlich, dass wenn wir die Zukunft der Kirche entweder auf die kirchliche Obrigkeit oder auf Strukturen abschieben, dann glaube ich, wird sich per secula seculorum nichts ändern. Was mich sehr oft auch an sogenannten ganz Progressiven stört, dass sie ständig vom Papst und von den Bischöfen alles Mögliche fordern und dann behaupten, sie sind mündige Christen und tun selber gar nichts. Das kann nicht funktionieren, bitte. Das ist also völlig unmöglich, weil selbst wenn der Papst und die Bischöfe alle deren Wünsche erfüllen würden, ja, wenn dann kein Fußvolk da ist, das das lebt, lähmt es dann ein bisschen kirchliche Obrigkeit und das war's. Also das kann nicht funktionieren. Ich glaube schon, dass sich auch zeigen lässt kirchengeschichtlich, dass bis auf die Einberufung des Zweiten Vatikanums alle kirchlichen Reformen von unten ausgegangen sind. Von Persönlichkeiten, die Gruppen um sich gebildet haben und die genau das getan haben, Liturgie, Diakonie und Kerygma,
in ihrer Zeit und Umwelt konkret zu leben, nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten. Und das schaut sicher in Wien des 21. Jahrhunderts anders aus als gleichzeitig halt in Afrika oder als von mir aus in Wien des Mittelalters. Ich muss es immer wieder in die Zeit hinein übertragen. Aber ich glaube, je konsequenter ich versuche, als Glied am Leib Christi zu leben, desto mehr Zukunft hat die Kirche. Und selbst dort, wo Angriffe auf die Kirche berechtigt sind, mache ich immer wieder darauf aufmerksam, man kann eine Institution, ganz egal welche, nicht von ihren Fehlern her definieren. Deswegen würde ich auch nicht immer das so in den Vordergrund stellen. Ich kann ja bitte die Ehe auch nicht vom Ehebruch her definieren, sondern das ist die Abweichung von der richtigen Institution Ehe. Ich kann daher auch die Kirche nicht von Fehlern der Kirche definieren. Also ich glaube, wir müssen rechnen, dass jede menschliche Institution, dass es da auch ein Versagen gibt, aber dass das nicht das Wesen dieser Institution ist. Und dass daher die Kirchenerneuerung vor allem bei mir selber anfangen muss. Natürlich werden als Folge auch irgendwelche Strukturänderungen nötig sein. Das ist klar, da wird man aber auch behutsam vorgehen müssen. Da wird man wahrscheinlich auch mehr zwischen Stadt und Land unterscheiden müssen. Ich war über manche so Antworten auch von höheren Klerikern, die in Wien sitzen, entsetzt, weil die über die Situation des Landes, also mir hat dann einer gesagt, wir haben meine Familie im Burgenland, also kleinere Häuser für Ferien und so, sehr schön, nur die nächste Kirche ist 5 Kilometer weg. Und da sagt er, na dann bilden sie halt Fahrgemeinschaften. Kein Mensch fährt dorthin am Sonntag. Ich weiß nicht, mit wem ich eine Fahrgemeinschaft bilden soll, also ich muss 10 Kilometer gehen für eine Messe. Jetzt kann es noch. Das kann also auch nicht die Lösung sein. Aber jetzt sind wir jetzt schon sehr im Konkreten. Ich werde daher abbrechen und eher sagen, ich glaube, das Wichtige, Strukturen und Organisationsformen sind wichtig, die muss man sich überlegen. Da glaube ich, muss man auch Beratung von Fachleuten holen, die keine Theologen sind, weil es gibt eben Leute, die von Organisationsformen mehr verstehen als Theologen. Das ist nicht unser Hauptjob, das zu können, finde ich. Aber jede Organisationsform muss sich daran messen lassen, dass die Grundfunktionen eingehalten werden. Und wir alle müssen uns klar sein, Kirchenreform muss bei mir ganz persönlich beginnen. So, und jetzt bin ich ruhig und jetzt können Sie zu dem Thema gerne Fragen stellen.